Sachkunde für Hundehalter. Lernen. Wie lernt der Hund? Die heutzutage im Allgemeinen angewandten Lernformen im Umgang mit dem Hund basieren auf Ergebnissen aus Laborversuchen des vorigen Jahrhunderts. Man geht davon aus, dass, vereinfacht dargestellt, Verhalten, das sich lohnt, häufiger gezeigt wird und Verhalten, das sich nicht lohnt, seltener. Daraus haben sich verschiedene Trainingsformen für Tiere entwickelt, unter anderem zum Beispiel das Medical Training, bei dem mit Hilfe der sogenannten positiven Verstärkung das vom Tierarzt zu untersuchende Wildtier lernt, seine Zähne zu zeigen, zum Beispiel. Dies erspart unter Umständen eine Narkose, um medizinisch notwendige Maßnahmen durchzuführen. Auf das Hundetraining angewandt, verlässt man hier den Pfad der sozialen und kognitiven Fähigkeiten des Hundes, da diese wissenschaftlich noch nicht ausreichend erforscht worden sind. Man bezieht sich im Hundetraining heutzutage im Wesentlichen auf den Bereich der positiven Verstärkung und des Belohnungssystems. Als Belohnung gelten alle Dinge, die der Hund gerne haben möchte, die nicht selbstverständlich sind bzw. die dem Hund vorenthalten werden und die Motivation für ein bestimmtes Verhalten zu steigern in der Lage sind. Dies kann von Hund zu Hund unterschiedlich sein. So empfindet der eine Hund Aufmerksamkeit von seinem Menschen schon als Belohnung, während der andere gerne gestreichelt wird. Einige Hunde finden das Spiel mit Gegenständen besonders attraktiv und wieder andere erwarten ein Leckerchen für erbrachte Leistung. Häufig kommt auch das Klickertraining beim Hund zum Einsatz. Dies ist, vereinfacht gesagt, die Verknüpfung einer Belohnung mit einem Klickgeräusch, das diese Belohnung ankündigt und für eine gewisse Zeit ersetzen kann. Für unerwünschtes Verhalten wird sozusagen als Bestrafung das Ignorieren des Hundes eingesetzt. Das Ausbleiben einer erwarteten Belohnung kann bei einigen Hunden als Bestrafung ausreichen und sie versuchen herauszufinden, welches Verhalten sie zeigen müssen, um die Belohnung zu erhalten. Bei Verhalten, das sich über diese Möglichkeiten nicht verhindern lässt, wird ein Abbruchsignal aufgebaut, welches den Hund veranlasst, mit dem Verhalten, was er gerade zeigt, aufzuhören. In der Regel wird ein Alternativverhalten antrainiert, sodass am Ende auch hier belohnend gearbeitet werden kann. Körperliche Strafen sind nicht sinnvoll, da sie Angst erzeugen können und einem Vertrauensaufbau zum Menschen hinderlich sind. Lernen ist unter Angst nicht möglich und körperliche Strafen sind für den Hund nicht nachvollziehbar. Es kann sogar zum Abwehrverhalten des Hundes kommen und den Besitzer in Gefahr bringen. Abgesehen davon ist es nach dem Tierschutzgesetz verboten, einem Tier vermeidbare Schmerzen zuzufügen. Daher sind körperliche Strafen, die mit Schmerz einhergehen, nicht zulässig. Zu den körperlichen Strafen gehören das Schütteln im Nackenfell. Diese Verhaltensweise zeigen Hunde nur bei Beutetieren und wenn eine Tötungsabsicht besteht. Den Hund mit der Hand oder einem Gegenstand zu schlagen. Der Hund versteht diese Handlung nicht und assoziiert möglicherweise den Schmerz mit dem Anblick des Besitzers, was zu einem gestörten Vertrauensverhältnis führt. Der sogenannte Alpha- oder Rückenwurf entstammt einer längst überholten Sichtweise über Dominanztheorien in der Hundewelt. Rangniedere Tiere zeigen über eine Seiten- oder Rückenlage die Akzeptanz des ranghöheren Tieres, dies allerdings freiwillig und nicht durch Gewalt des anderen. Der Einsatz eines Stachelhalsbandes ist laut Tierschutzgesetz verboten und kann schwere Verletzungen verursachen. Elektroreizgeräte sind ebenfalls nach Tierschutzgesetz verboten. Auch hier sind die nicht vermeidbaren Nebenwirkungen und die Auswirkungen auf die Beziehung zum Besitzer ausschlaggebend für ein Verbot. Stattdessen empfiehlt es sich, in Bezug auf das Lernen des Hundes für ein entspanntes Lernumfeld zu sorgen. So kann der Hund über positive Stimmung und Belohnungen Assoziationen zu bestimmten Handlungen herstellen und ebenso positive Erfahrungen sammeln. Der Hund lernt auch gerne im sozialen Kontext zu seinem Menschen, wenn dieser Kompetenz zeigt und für Sicherheit sorgt. Über Stimmungsübertragung und gemeinsame Ziele schließt sich der Hund gerne seinem Menschen an. So kann der Mensch zum Beispiel über Vorbildverhalten auch das Verhalten des Hundes positiv beeinflussen und aktiv zur Verhaltensbildung beitragen. Optimal erfolgt das Training in einem spielerischen Kontext, denn nur dann kann man sicher sein, dass der Hund auch bereit und in der Lage ist zu lernen. Unter Anspannung und Stress können auch Hunde nicht lernen. Für nachhaltige Lernerfahrung ist das Gefühl der Sicherheit unumgänglich. Auch hier kann der Besitzer Einfluss nehmen, wo, wann und in welcher Situation er mit dem Hund lernen möchte.